近藤さん？どんな色一番好きですか？青か？赤か？Viele von euch erinnern sich doch sicher noch an das Video zu Honne und Tatemae, oder? Du. Hey, ja, genau du. Da hinten, ja. Dich meine ich. Du siehst so aus, als ob du das Video noch nicht kennen würdest. Tipp für dich, hier oben rechts in der Ecke gibt's den Link dazu. Also husch husch, erst gucken, dann geht's hier weiter. Aber auch für all diejenigen, die jetzt keinen Bock haben, das Video vorher nochmal zu gucken, die Kurzfassung. Also, Honne ist, wenn man sagt, was man wirklich denkt. Du zu, dass du dich endlich hier kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Tatemae wiederum ist, wenn man sagt, was in diesem Moment gesellschaftlich akzeptiert ist. Oh, mir fällt ein, ich muss da gerade noch diese wichtige Sache machen, also diese Sache mit den Dingen. Ich komme dann noch mal wieder. Während man sich dabei innerlich denkt, du zu, dass du dich endlich hier kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Wie wir bereits wissen, nutzen Japaner Tatemae, um beständig Harmonie, also eigentlich Ruhe und Frieden, im täglichen Miteinander aufrechtzuerhalten. Deshalb hütet man sich sehr massiv davor, einer fremden Person oder beziehungsweise einer Person, der man nicht so nahe steht, zu sagen, was man wirklich denkt. Das behält man sich nämlich eher für enge Freunde oder gar die liebe Familie vor. Du zu, dass du dich endlich hier kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Man versucht mit Tatemae eigentlich eher seine Meinung zu sagen, ohne das Gegenüber dabei ja zu verletzen oder irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Das Problem ist, man versucht es nur, denn in der Realität läuft das eher so ab. Kondo-san, donna gakki ichiban suki desu ka? Gita ka? Drumu ka? Also eine wirkliche Antwort wird man nicht bekommen. Ich greife dem Ganzen jetzt einfach mal vor. Kondo-san wird jetzt so lange versuchen, die Vorzüge der beiden Instrumente in gleichem Maße hervorzuheben, bis der Gesprächspartner entweder das Interesse verliert oder das Thema von ganz alleine wechselt. Onaka ga suita. Nani o tabetai? Ramen ka? Pizza ka? Ja, man muss so ehrlich sein, dass das auf diese Art und Weise im Alltag jetzt nicht unbedingt wirklich zum Ziel führt. Denn tatsächlich führt es dazu, dass die Gesprächspartner am Ende nur stundenlang um das eigentliche Thema herumschwurbeln. Rumschwurbeln. Das ist übrigens mein neues Lieblingswort. Aber die Idee dahinter ist natürlich eine gute. Denn im Kern steckt dahinter, dass man versucht, im Alltag gut miteinander auszukommen. Hierzulande sind wir ja eher Meister darin, unserem Kopf und Kragen zu reden und unserem Gesprächspartner allzu oft einfach nur verbal so richtig schön in die Fresse zu hauen. Viele von uns tappen nämlich nicht einfach nur in Fettnäpfchen, nein, die springen mit beiden Füßen von Fritteuse zu Fritteuse. Mir selbst ist nämlich vor ein paar Wochen was passiert, wo ich denke, hui, da hat jemand die grundlegenden Basics der Kommunikation nicht verstanden. Man geht in ein Gespräch und weiß eigentlich gar nicht so richtig, worum es geht, weil es wurde einem vorher auch gar nicht gesagt. Und ohne großes Warm-up beginnt man gleich damit, dem Gesprächspartner sofort einen Kritikpunkt nach dem anderen an den Kopf zu werfen. Und beendet das Ganze mit einem Satz, der ungefähr so klingt. Ich weiß, ich hätte dir das sagen müssen, aber du hättest ja auch mal mitdenken können. Übersetzt heißt das eigentlich nichts anderes als: Ich habe nicht mitgedacht, aber du bist auch doof. Was ist am Ende passiert? Ich war eine ganze Woche lang so richtig schön geladen, weil ich mich persönlich angegriffen gefühlt habe und es führte dazu, dass ich sogar ein paar Nächte nicht richtig geschlafen habe deswegen. Und darüber hinaus habe ich angefangen, die tollsten Rachepläne zu schmieden. Also ich hatte so richtig Bock nachzutreten. 10 von 10 Sternen für dieses super geniale taktische Manöver. Versteht mich nicht falsch. Wir müssen manchmal Kritik üben. Und ich habe die Kritik auch mittlerweile verstanden und kann sie mittlerweile annehmen. Es hat halt nur fucking 2 Wochen gedauert, bis ich mich wieder abgeregt hatte, aber wen interessiert's?
Dabei ist es eigentlich total einfach, wenn man nur ein paar grundlegende Dinge beachtet. Man kann nämlich auch positiv Kritik üben, wenn man es richtig anstellt. Eine gute Möglichkeit dafür ist die sogenannte Sandwich-Methode. Darf keinen anzüglichen Witz daraus machen! Also, die Sandwich-Methode ist eine in der Kommunikation relativ weit verbreitete Methodik und basiert darauf, dass ich zum Beginn eines Gespräches meinen Gesprächspartner erstmal lobe, dessen persönliche Vorzüge hervorhebe, seine Stärken, und dabei kann man dann auch mal so richtig dick auftragen, auch so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, einfach mal ein bisschen das Ego streicheln. Wenn ihr das dann ausreichend gemacht habt, kommt der Punkt, wo ihr einfach mal eure Kritik einstreut. Wichtig ist dann natürlich, ein bisschen darauf zu achten, nicht so sehr auf die Beziehungsebene zu gehen, im Sinne von, du bist ein Arschloch. Das geht nicht, aber übt eure Kritik an dieser Stelle. Und was ihr jetzt absolut nicht vergessen dürft, ist am Ende wieder Lob einzustreuen. Das Gespräch oder die Aussage wieder erneut mit Lob beenden. Das kann ruhig so ein bisschen auslaufend sein, aber es ist wichtig. Und jetzt versteht ihr auch, warum das Ganze Sandwich-Methode heißt. Wir haben, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen, oben oder unten. Legen wir das Sandwich doch mal so. Wir haben das Brot an der einen Seite, das ist das Lob. Dann kommt das Innenleben, der Belag, die Kritik. Und wir packen das Ganze wieder zwischen Lob. Also Kritik verpackt zwischen zwei wunderbar köstliche Scheiben Lob. Das Ergebnis ist, dass sich unser Gesprächspartner wertgeschätzt fühlt als Mensch, als Person oder als Fachkraft und dann darüber hinaus aber auch in der Lage ist, die Kritik, die dazwischen steckt, anzunehmen. Denn er weiß, eigentlich im Prinzip macht er alles gut, aber es ist Verbesserungsbedarf da. Im Kern ist die Sandwich-Methode somit also eigentlich nichts anderes als gut gemachtes Tatemai. Man verpackt meist eben negative Kritik in einen gesellschaftlich angepassten Rahmen, indem man nämlich darauf achtet, während man die Kritik übt, das Gegenüber nicht zu verletzen. Wir bleiben auf einer positiven Kommunikationsebene und das erleichtert dann natürlich auch das Miteinander, weil keine merkwürdigen Bad Vibes im Raum herumschwirren. Also wie ich sagte, ist die Sandwich-Methode die gewinnbringende Umsetzung von Tatemai. Denn es ist schade, weil heutzutage verstehen die Leute unter Tatemai eigentlich immer nur noch, dass man einfach nicht sagt, was man denkt. Und das ist nämlich falsch. Es geht eigentlich vielmehr darum, eine gewisse Harmonie aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass Konflikte entweder gar nicht erst entstehen oder auf einem ziemlich niedrigen Level köcheln. Und dabei aber eben, wie gesagt, die notwendigen Informationen zu vermitteln. Zieht man es nämlich stattdessen eher vor, nicht zu sagen, was man denkt, führt das dazu, dass man in einer Gruppe von Leuten steht, sich 2 Stunden lang darüber unterhält, ob es vielleicht eine gute Idee wäre, jetzt zusammen nochmal eine Stunde schwimmen zu gehen. Und dann schwurbelt man so lange rum, bis die Zeit abgelaufen ist, das Schwimmbad zugemacht hat und es gar keine Möglichkeit mehr gibt, ins Schwimmbad zu gehen. Dann kann sich tatsächlich keiner auf den Schlips getreten fühlen, weil jetzt ist das Schwimmbad ja eh zu. Und ja, genau das hat sich so schon mal zugetragen. Deshalb ist die Sandwich-Methode für mich Tatemai à la Deutsu-Jin. Probiert's mal aus. Also, dieses Video ist tatsächlich entstanden, weil ich vor ein paar Wochen im beruflichen Kontext ziemlich geärgert wurde oder es mich ziemlich geärgert hat und ich mir hinterher dachte, wie kann man nur so ungeschickt sein, auf diese Art und Weise zu kommunizieren? Wenn man nicht möchte, dass Leute motiviert bleiben oder sich auch noch anstrengen, dann kann man das so machen. Immer ins Gesicht! Und dieses Video ist tatsächlich so ein bisschen auch eine Aufarbeitung dessen. Aber jetzt mal die Frage an euch, wie erlebt ihr das denn so im Alltag? Ich persönlich bin der Meinung, dass das hierzulande ziemlich oft schief läuft, weil die Leute eben nicht darüber nachdenken, was sie sagen und vor allen Dingen, wie sie es sagen. Und das führt sehr oft dazu, dass wir uns in Konfliktsituationen begeben oder Konfliktsituationen entstehen lassen über Dinge, die es eigentlich überhaupt nicht wert sind, darüber einen Konflikt entbrennen zu lassen, weil man, wenn man hinterher drauf guckt, eigentlich derselben Meinung war. Und mir begegnet das leider ziemlich häufig und viele Probleme könnten wir bereits im Vorfeld lösen, wenn wir einfach nur mal ein bisschen mehr aufeinander achten würden. Und da können wir eben von Japan wieder etwas lernen, aber eben wieder nur, indem wir, wie ich das immer so schön sage, einen Mittelweg wählen. Wir nehmen das Positive von dort, weil dort ist es wieder sehr extrem, und nehmen unser Extrem hier, also die sagen gar nicht, was sie denken und wir hauen es einfach raus. Und packen das Ganze mal in der Mitte zusammen und haben eine wunderschöne Methodik,
um ein besseres Miteinander zu ermöglichen, ist natürlich notwendig, dass man sich vorher Gedanken macht. Also, was denkt ihr dazu? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare rein. Ihr könnt mir das Ganze aber natürlich auch gerne auf Twitter schreiben. Da bin ich auch täglich online. Und mich würde eure Meinung dazu wirklich interessieren. Bin gespannt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Oder ob ihr vielleicht selbst bei euch entdeckt, oh je, Mine, ich mache das ja tatsächlich auch immer falsch. Kann ja sein, dass das Video dazu beigetragen hat, dass ihr euch selbst ein bisschen reflektiert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Und wenn ihr auch weiterhin Videos über Japan, Kampfkunst, gesellschaftliches Miteinander und die Unterschiede der Kulturen sehen wollt, dann würde ich mich natürlich auch total darüber freuen, wenn ihr diesem Kanal ein Abo dalasst und dann natürlich auch die Glocke nicht vergesst, weil dann werdet ihr sofort informiert, wenn das nächste Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!